Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore, die Insel. Ja, und in der letzten Folge, upsala, ein Monsterleck gleich zu Beginn, das geht ja schon mal gut los. In der letzten Folge hatte ich hier noch ein bisschen was ausgehoben und ja, auch die Decke, glaube ich, vervollständigt und hier hinten noch was reingesetzt. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Sandstein und Sand und ein paar Treppen und wollte das Holz hier noch reinsetzen zum Verkleiden, um im Prinzip dann hier die Kissen das hier fortzuführen. Aber ich möchte mich natürlich gar nicht so weit oder so lange da noch mit aufhalten. Denn es ist ja ein neuer Tag angebrochen und da wollte ich das hier erstmal alles weglegen, was ich hier noch drin habe. Ich habe ziemlich viel Bruchstein, sehe ich gerade. So, Äxte sind noch okay. Es ist außer die Eisenspitzhacke alles noch aus Stein. Ich würde mir ganz gern noch eine zweite machen, aber die mache ich doch mal wieder noch aus Stein. Denn zum einen möchte ich ganz gerne noch schauen, gibt es jetzt noch ein bisschen mehr Birkenholz? Ich verstehe das nicht. Ich hatte die ganzen Sachen doch eigentlich schon freigeschaltet, aber das soll uns jetzt gar nicht weiter stören. Eins nehme ich mal noch mit. Die Sonne lacht uns entgegen. Juhu, es regnet nicht. Und hier tummeln sich ja ein Haufen Tintenfische. So, wie geht's euch? Wie habt ihr die Nacht überstanden? Ja, alles gut. Okay, das Ei würde ich mal mitnehmen. Hier ist schon wieder Weizen nachgewachsen. Dann würde ich den auch ganz schnell wieder neu sehen. Drei Seeds habe ich für die Hühner. Wo seid ihr? Oh, da ist auch ein Kaninchen, aber ich glaube, die können auch über die Zäune noch drüber springen. Mal sehen. So, dann würde ich natürlich auch ganz gern. Hoppala. Hier noch ein bisschen das Birkenholz abernten. Wir hatten ja in der letzten Folge einen Ausflug mit dem Boot unternommen. Das wird auf jeden Fall nicht der letzte sein. Wir sind ja in diese Richtung. Allerdings steht die Sonne heute schon recht hoch am Himmel, sodass ich das eher dann auf das nächste Mal verschieben möchte und noch ein bisschen Holz abholzen sozusagen und aber auch vielleicht doch noch mal in die Höhle schauen. Gerade wenn es dann wieder dunkel wird, können wir da sicher in der Höhle noch mal ein bisschen nach Eisenfarmen gehen. So, und jetzt war doch hier hinten. Ach so, nicht rennen. Genau, hier waren doch auch noch zwei. Dann würde ich die auch gerade noch mitnehmen. Und ich hoffe ja, dass dann auf jeden Fall da wieder mindestens ein Setzling herauskommt. So, dann warten wir mal kurz ab. Ich weiß auch nicht, ich würde doch vielleicht von dem anderen Holz einfach auch mal noch was mitnehmen in der Zwischenzeit, denn wir brauchen ja auch immer Stöcke für die Werkzeuge. Na gut. So. Ah, sehr gut. Mache ich nämlich auch gleich, dass ich hier wieder einen hinsetze und vielleicht da noch einen hin. Müsste ja eigentlich passen. Oder vielleicht den mal noch weg. Oh, noch einer. Juhu. Das flutscht doch jetzt regelrecht.
Ach, so natürlich nicht. So, und dann, oder da noch hin und dann, dass die ordentlich auseinander stehen einfach. So, und jetzt gucke ich dort vorne auch noch mal. Ich glaube, der bringt auch nicht so viel. Ja, sehr schön. Aber komischerweise der hier, der wollte nicht. Dann... Hätte ich vielleicht die, ja, aber ich wollte das jetzt hier nicht so sehr ausbreiten, um eben auch, ja, bei den Tieren, naja, die sollen ja auch ein bisschen von der Sonne bekommen. Jetzt setze ich den doch erstmal wieder hier hin, mal gucken, vielleicht wird es ja was. So, und irgendwie ruckelt es heute wieder ziemlich, weiß gar nicht warum. Jetzt hoffe ich, da ist vielleicht noch ein Setzling groß. Hier ist zum Beispiel auch noch viel Platz, wo man welche pflanzen kann. Oder hier vorne nochmal ein hin. Und hier kann ja ruhig richtig voll sein. Einfach, dass wir immer einen schönen ja, Vorrat haben an Holz. Oh, prima, prima. Freue ich mich. Gucken, ob das ausreicht, so, dass er auch genug Platz hat. Ja, aber ich denke, da haben wir doch jetzt ganz gut Birkenholz bekommen, um dann des Nachts wieder an unserer kleinen Wohnung weiter zu werkeln. Und jetzt würde ich noch abschließend schnell mal hier hinschauen, ob sich jetzt hier noch was getan hat. Ja, aber dann denke ich, haben wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Vorrat bekommen. Und da ist nämlich zum Beispiel noch einer, sehr schön. Den würde ich jetzt noch gern irgendwo hinsetzen. Noch einer. Ja, und dann können wir nämlich uns jetzt auch erstmal wieder anderen Dingen widmen und wir müssen nicht die ganze Zeit hier nur die Folgen immer mit Holzfarmen verbringen. So, und es wird auch schon dunkel, deswegen würde ich vorschlagen, halt das Birkenholz wollte ich noch wegbringen und den Apfel auch. Oh, da habe ich ja sogar prima, dann würde ich mir noch ein bisschen was mitnehmen. Das kann auch erstmal weg. So, und noch ein Hühnchen. So, ja, und jetzt kann der zweite Teil beginnen, indem wir uns wieder in die Höhle wagen. Fackeln habe ich noch genug und ja, schauen wir doch mal. Ach, da war dieses Eisenerz. Das würde ich doch aber jetzt vielleicht ja, mir doch mal holen und mich hier mal neben der Lava hochstecken. So. War ja kein Problem dadurch, dass wir oder dass ich beim letzten Mal ich glaube, oder vorletzten Mal, je nachdem, die Lava ein bisschen eingedämmt habe. Und jetzt, ja, geht's hier weiter runter. Hier ging das doch irgendwie lang, genau.
Ah, und da höre ich sie auch schon. Ah, hier ist auch noch Kohle. Dann werde ich... Ich höre das hier neben. Oder ist das auch unter mir? Hm. Es kommt irgendwie von hier. Je weiter ich wahrscheinlich hier reingehe, vielleicht eröffnet sich hier noch eine weitere Höhle. Bin ich mal ganz gespannt. Aber ich setze trotzdem mal hier eine Fackel hin. So. Hm. Oder das ist diese Sache hier unten, wo das Wasser durchfließt, geht es ja auch noch tiefer. Das kann natürlich hier genau auch... Ah, genau. Oh, hallo. Guckt der erstmal so mich, ja, beobachtet mich, wie ich hier lang spaziere. Und hihi, jetzt ist er... Ah. Ah, oh, 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 oh. Ach, um Gottes Willen. So ein hinterlistiger, heimtückischer, grüner Creeper. Erst noch so ganz... Ja, ich guck mal zu, was du da so treibst und ja, und dann, ach, ich komme mal und nehme ein kleines Bad und ja, jetzt überlege ich es mir doch anders und explodiere einfach mal. Meine Herren. Das war jetzt haarscharf. Ja, es hätte jetzt das letzte Mal sein können. Da hat mein eigenes Herz genauso schnell geschlagen wie das, ja, hier, was ihr auch gehört habt. Und was mache ich denn jetzt hier schon wieder? Also ich bin... Okay. Ach. Oh. Und ich renne hier mit halbem Herzen rum. Das ist ja auch nicht das... Oh oh. Nein. Ich bin immer noch nicht voll, ja. Oh. Nee, also ich ziehe jetzt mich erstmal wieder zurück. Das ist mir doch ein bisschen jetzt zu riskant, die ganze Sache. Ja, mir steckt auch noch ein Pfeil im Kopf. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Kann jetzt hier gar nicht weitergehen. Und mit halbem Herzen schleppe ich mich hier erstmal wieder aus der Höhle raus. Neben mir wird auch schon rumgejammert und geseufzt. Also ich glaube, ich sollte da dankbar sein, dass ich da jetzt noch heil rausgekommen bin. Was habe ich denn hier auch noch? Die Langsamkeit. Ja, schleppe ich hier auch noch so eine schwere Fußkette mit mir rum. Was ganz gut war, dass ich Kohle habe und die auch mitgenommen habe. Jetzt ist mir auch irgendwie alles hier ein bisschen... So, und jetzt ist es vermutlich auch draußen dunkel. Meine Güte, ich bin noch immer nicht drüber hinweg, dass der Creeper uns bis auf ein Herz runter... Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen... Und du erstmal schauen, ja. Also es sieht nach einer ruhigen Nacht aus. Ich würde jetzt vorschlagen, doch wieder ein bisschen die entspannendere Tätigkeit des Holzverkleidens der Wände durchzuführen. Na gut, egal, Holz. Mach mir noch ein paar Fackeln und werde hier auch mal, hier sind auch nur noch zwei drin und aus diesen restlichen vielleicht noch ein paar Fackeln. Aber, hoch, was natürlich jetzt immer noch nicht reicht, ich
2 und hier sind 5. Das reicht immer noch nicht für diesen Brustpanzer. Ich brauche 9, da fehlen mir echt noch 2. Das heißt, ich muss in einer der nächsten Folgen, oder wenn ich mich eben traue in der nächsten Folge, sonst kriege ich ja keinen Diamanten. Das ist ja das Ziel des Projekts. Und also, uns war echt das Glück hold. Oh, geht das jetzt hier irgendwo? Ist hier jetzt die Höhle oder sind die über mir? Ja, bin ich gerade noch so ein bisschen durcheinander. Also wir hatten, oder ich hatte mehr Schwein als Verstand, sag ich mal, dass der uns da so weggesprengt hat. Und dann letzten Endes eben wirklich mit dem einen Herzen. Also das war echt knapper, am knappesten. Jetzt kann ich hier nicht mal mehr Steine hinbauen. So aufgeregt bin ich noch. Also wichtig ist wirklich die Rüstung. Bevor wir uns da weiter runterwagen, muss ich erstmal schauen, dass ich da echt zumindest den Brustpanzer noch habe. Und ja, sonst wird das ein kurzes Abenteuer und dann war es das. Denn ich glaube, nochmal so viel Glück werde ich bestimmt nicht bekommen. Ja, jetzt höre ich sie auch schon draußen rumstiefeln. Oder sollte ich mich doch hinlegen? Also ich würde eigentlich noch ein bisschen gerne das weiter auskleiden. Und ja, normalerweise bin ich ja auch hier sicher drin. Wie war denn das? Wie weit ging denn das hier rum? Weil ich hatte mir da noch was anderes überlegt. Man kann ja ein paar Akzente noch setzen. Nee. Und vielleicht, ja, könnte ich auch überlegen, das Fenster noch eins größer zu machen. So, und jetzt habe ich doch hier dann auch wieder den Sandstein. Ich möchte ja gern noch ein zweites Fenster hier, so dass das um die Ecke geht. Dann sieht man da auch ein bisschen den Sonnenaufgang besser. Oh je. Und das ist jetzt hier auch nicht so optimal, was ich da gerade mache. Ich muss es erstmal wieder alles mit Sandstein zu. Ah, wir haben ja hier genau... Hatte ich auch irgendwo... Die anderen Kisten habe ich noch gar nicht so eingeräumt. Nein, ich habe auch kein Glas mehr. So, die nehme ich mal raus. Dann werde ich mal noch ein bisschen... So viel brauche ich vielleicht gar nicht. So. Ah, da bleiben ja auch 2 übrig. Das war auch Quatsch. Hier noch mit dem... Ah, und der nächste Morgen bricht auch schon wieder an. Ja, prima. Dann haben wir diese Nacht und unsere Höhlenaktion auch vollständig und ja, jetzt wieder voll hergestellt überstanden. Und ja, wage ich mich in der nächsten Episode nochmal in die Höhle? Wir werden sehen. Also, bis dahin. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen, du brennendes Skelett. Mit diesem Bild. Au, okay. Tschüss jetzt, aber endgültig.